Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Sportpsychologe und so weiter und so fort. Heute wieder ein Reizthema. Ich weiß, da werden wieder alle, die ganze Red Pill Community wird da wieder drunter schreiben, aber ist auch in Ordnung. Eigentlich wollte ich da kein Video drüber machen, aber weil jetzt jemand hier was zu gefragt hat, gehen wir die Mail mal durch. Hallo Christian, ich bin kürzlich auf deine Videos gestoßen und verschlinge sie regelrecht. Danke für deine wertvolle Arbeit zu mir. Ich bin seit vielen Jahren verwitwet und alleinerziehender Vater von 3 Jungs. Wow. Krasse Sache. Meine verstorbene Frau war die zweite Frau in meinem Leben und ein Engel. Wir waren sehr verbunden, nicht nur Partner, sondern auch Freunde, Kumpels. Ja, so soll das sein. Eine sehr erfüllte Ehe. Ich hatte eine schöne Kindheit und bin wohlbehütet, konservativ erzogen worden. Meine Frau und ich haben sehr ähnliche Familien. Da ich nicht sehr viele Erfahrungen mit Frauen hatte, war mir nicht bewusst, was da draußen alles für gestörte Seelen rumrennen und damit Zärtlichkeit, Nähe, Sexualität und wahre Partnerschaft sehr wichtig ist, habe ich mich nach einem Treujahr wieder auf die Suche gemacht. Und die Beziehung, also ich lese das jetzt so hier so vor, ich hoffe, ich trigger nichts, aber 2 Borderlinerinnen, Fernbeziehung zu hochsensibler Frau, Narzisstin und so weiter, waren der Horror. Ich könnte da inzwischen ein Buch drüber schreiben und will nicht in die Details gehen. Nur so viel, ich war immer der Geber und fast alle Beziehungen sind nach anfänglichem Lovebombing in Krümelbeziehungen ausgeartet. Ja, es geht auch Männern so manchmal oder auch, ja, die schreiben noch nicht so oft. Und die Frauen haben mich am langen Arm verhungern lassen. Ich bin gerade dabei, die Red Pill zu schlucken. Sagt da gleich mal was zu und mich mehr zum Alpha zu entwickeln. Habe aber Angst. Es ist die Black Pill, der meine Hoffnungen schwinden sehr auf eine normale, harmonische Beziehung. Ja, also, Gott, das kann natürlich, das ist natürlich irgendwie alles ganz falsch, was ich jetzt hier sage. Geht schon Angst. Aber ja, Red Pill, ich meine, hat sich ja so ein bisschen entwickelt aus Pickup Artists und ich kann die Bewegung irgendwo verstehen. Also, die sagen, hey, das ist ja auch so, das ist, wir haben Female Choice, ja, also auch aus Sicht, meine, viele Frauen schreiben ja auch, die ist schwer auf dem Datingmarkt, aber Männer, viele Männer sagen, sie kriegen einfach da überhaupt nichts mehr ab. Ansprüche der Frauen sind zu hoch, dann die ganze Gesellschaft, die ja Sachen vorgibt, die einfach im Dating nicht funktionieren, haben wir ja x-mal besprochen hier. Und dass sich da so eine Bewegung entwickelt, die sagt, ja, jetzt wollen wir doch mal gucken, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Das sind ja auch viele Sachen, die ich auch mache. Es gibt ja eigentlich einen großen Überschnitt so, ne, auch zu meiner Arbeit. Das, was mir nicht gefällt, ist dieses, ja, latent, meiner Ansicht nach, frauenfeindliche darin und auch so eine gewisse Opferhaltung. Ja, wir armen Männer und die Frauen. Und meiner Ansicht nach ist es nicht, für einen persönlich nicht hilfreich, so eine energetische Haltung zu gehen, weil sowas neigt sie auch dazu, sich zu manifestieren und dann ja, hast du so selbsterfüllende Prophezeiungen. Trotzdem schreiben ja auch immer wieder welche, ja, sagen wir, ich guck mal, der Klaus Thiele und so, der hat ja so ein, der macht wirklich viele Videos, finde ich super. Also das kann das viele, ab und zu kommentiere ich da mal drunter und sage, hey, cool analysiert. Wie gesagt, das Einzige ist, dass ich diese Haltung dahinter echt schwierig, hochgradig schwierig finde. Aber so rein von der Wissensanhäufung daher, ja, und ich kann es auch verstehen, weil mit diesem ganzen Wokeness und alles haben viele Männer das Gefühl, ja, sollen irgendwas machen, nämlich so, weiß ich nicht, woke Männer sein, ne? Ich sage ja nur Gillette-Werbung von vor 3 Jahren und merken dann aber, dass sie damit noch viel mehr unter die Räder kommen. Also insofern, ich würde ja meinen Dating-Kurs für Männer empfehlen, aber natürlich kannst du auch bei Red Pill gucken, da muss man aufpassen, dass man nicht so frustriert wird. So, ne? Und Black Pill, das ist nicht wirklich schade, weil das ist eigentlich so, wenn du eigentlich aufgibst und sagst, hey, selbst mit irgendwelchen, man kann sich eigentlich nichts anarbeiten, also habe ich das Black Pill auf jeden Fall verstanden, das ist, wenn du unter 1,80 bist, hast du eben keine Chance oder wenn du nicht so und so aussiehst, kein breites Kinn hast, aber das ist absolut nicht, was ich lehre, weil ich bin überzeugt, man kann immer sein Leben drehen, ne, irgendwo, energetisch auf jeden Fall. Und also geh da jetzt nicht in so einen Frust, durch solche Phasen gehen viele Frauen, die auch mir folgen hier und ja, mach die fucking Kurse und arbeite an dir und klar, ja, der Datingmarkt ist ein Irrsinn, vor allen Dingen, wenn man aus einer tollen Beziehung kommt,
das letzte Mal vor 100 Jahren gedatet habe, als es womöglich noch nicht mal Internet gab, da denkt man echt, what the fuck, aber du kannst dich daran gewöhnen, das ist eben die neue Zeit, muss man jetzt mit leben. Und ja, so musst du vielleicht auch dein Liebeschip ein bisschen klären, vielleicht auch nicht, weil so eigentlich hast du ja keine, aber mein Gott, muss man immer gucken. Also das, auf eine Art ist jede Beziehung die richtige und alles will dir irgendwas lehren und dir irgendwas beibringen und das muss man halt mit einer positiven Einstellung annehmen und dann da seine Konsequenzen draus ziehen und bist ja ein wertorientierter Mensch und das würde ich auch nicht aufgeben so, ne? Und alles, was da deinen Werten nicht entspricht, ja, das musst du nicht bewerten oder so, sondern das nimmst du halt hin und okay. Aber vielleicht ist es schon gut, ich finde diesen Impuls schon gut, sich da mal schlau zu machen, so wie hängt denn das alles zusammen? Also allein so Sachen, ja, dass auf dem Datingmarkt über 40 sind halt viel mehr Bindungsvermeiderinnen und Vermeider, beides. Männlich, weiblich, divers, whatever. Weil das einfach auch ein statistisches Phänomen ist, weil die anderen sind ja, du wärst ja jetzt auch noch in Beziehung so. Also da gibt es schon viel Wissen, was einem wirklich weiterhilft. Ne? So, das kann ich dazu sagen. Aber ich will langfristig nicht alleine bleiben, denn da wird man ja komisch irgendwie seltsam. Ja, aber vielleicht bist du auch, könntest du dich mal prüfen, ob du da vielleicht zu bedürftig bist gerade jetzt. Vielleicht auch so Lebenseinschnitte können dann ja auch in toxische Beziehungen bringen. Das ist ja nicht immer die Kindheit und du hast ja definitiv einen Lebenseinschnitt, das ist ja auch noch nicht so lange her. Und da muss man so sein Liebeschip schon prüfen, nicht nur auf Kindheitsaspekte so. Ja, also vielleicht ist das zu viel hungrig einkaufen, ne? Warum werde ich vom Universum so gequält über so viele Jahre? Ja, das denken sich, glaube ich, alle hier auf dem Kanal. Aber ja, auch das ist, musst du echt aufpassen, dass du da nicht in so eine Opferhaltung gehst, so, ne? Weil das hat alles, auch das wird irgendeinen Sinn haben, so, ne? Ich meine, ich weiß, es ist, hat mir neulich jemand gesagt, ein bisschen schwere Kost, aber je weiter man liest, umso cooler wird's. Ich würde ja da mal reingucken, ne? Wenn es so Richtung Manifestieren geht und energetische Anziehungspunkte. Naja, just saying. Glaube ich, hohe Ansprüche bei Frauen und schaue sie nach dem Äußeren. Machen alle Männer. geht mir aber nicht anders, denn ich muss die... Nee, was habe ich jetzt falsch gelesen? Klar habe ich hohe Ansprüche bei Frauen. Also der Satz macht jetzt irgendwie... Ich glaube, du willst hier so ein bisschen sagen, dass die Frauen hohe Ansprüche haben, nach Äußeren gehen, du aber auch. Ja, das ist, wie auch immer ist es auf jeden Fall. Das machen alle. Einfach nichts zu tun, nämlich dem Schicksal abzufinden, hat auch nichts gebracht, dann passiert bei mir einfach nichts. Ich lande dann immer wieder bei einer Single, nach einer Single-Zeit, die mich schon stärkt in diversen Partnerbörsen. Ja, vielleicht mal Offline-Dating, aber ich kann dir da einfach nochmal einen Dating-Kurs ans Herz legen. Mein größter Wunsch war immer eine Frau, die durch den berühmten Zufall ins reale Leben tritt. Oder du guckst mal, läuft ja auch noch die Manifestations-Challenge, oder? So bauchgefühlmäßig, du könntest nochmal da reingucken. Ist leider nie passiert. Hast du eventuell noch eine Idee? Ja, ist jetzt... Ich würde tatsächlich mal in diesen Dating-Kurs reingucken und einfach die Sachen mal umsetzen und auch mal offline gucken. Ich weiß nicht genau, wie alt du bist. Ja, ich denke mal, also ich würde mal diese Sachen auch über, deswegen kann ich auch ein bisschen verstehen, dass du über Red Pill guckst, also diese Sachen bezüglich Offline-Dating, Frauen ansprechen. Also ich glaube, häufig für Männer sinnvoller offline zu suchen. ja, ich glaube, und diese Sachen einfach mal umsetzen, vielleicht mal an Orte gehen, ist natürlich klar, du hast drei Jungs, hast wahrscheinlich wenig Zeit, aber mal an Orte gehen, wo ja, Single-Frauen sind und da mal versuchen, eine anzusprechen oder vielleicht hast du einen Kumpel, aber ich glaube, dir würde ich mal raten, weg von Datingbörsen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben.